Ich fühle ihn eingequetscht in Nanook Metall. Besser als Karawane Eis auf See überquert hat. Viel sicherer. Duck, duck. Was machen die denn nur so lange, mein Gott? Ich warne Sie, es kommt nicht in Frage, dass wir nachts aufbrechen. Kapitän Schreihals hat tolle Stücke. Tok, tok. Kapitän versteckt Flasche in Buch vorher. Geister beklagen sich. Kirk, zu lange weg von seinem Volk. Kate! Sarah, ist alles in Ordnung? Großvater, er ist nicht aus der Klinik zurückgekommen. Vielleicht dauert es länger als erwartet, Kirk, die Prothese anzupassen. Das dachte ich auch. Aber als ich mit der Seilbahn in die Klinik fuhr, war da oben alles geschlossen. Und in der Eingangshalle sind Bewaffnete. Diese Soldaten müssen zu diesem Oberst gehören, der uns verfolgt. Sie halten Großvater fest, ich weiß es. Ich muss los und ihn retten. Junge Takmon recht haben. Frau Kate Walker muss zur Klinik gehen und retten Kirk. Und Großvater, was ist mit ihm? Auf keinen Fall lasse ich irgendjemand... Frau Kate Walker darf nicht vergessen alles, was Yukol für sie getan haben. Sie schulden auch Großvater einiges. Beruhigen Sie sich. Beide. Ich hole Sie da raus, aber Sie beide müssen ruhig bleiben. Frau Kate Walker muss das mitnehmen. Braucht es oben. Was ist das? Und woher wissen Sie, was ich brauche? Geister schicken nicht nur schlechte Zeichen. Jetzt, Frau Kate Walker, muss gehen in Klinik. Ich gehe. Sagen Sie dem Kapitän, dass er sich zur Abfahrt bereithalten soll. Pech, wenn das Nacht sein sollte. Wenn der Oberst und seine Männer wirklich dort oben sind, müssen wir aufbrechen, sobald ich mit Kirk zurück bin. Stamm weiß, dass Geister Frau Kate Walker führen. Frau Kate Walker? Schön, Sie zu sehen. Danke, Frau Kate Walker, für Ihre Hilfe. Mögen Geister wachen über Sie. Yukol unterstützen Frau Kate Walker. Oh weh, ich hatte etwas zu viel, glaube ich. Ein Moment noch. Es ist Nacht? Ich habe den ganzen Tag verschlafen? Bäh. Ich bin mit jemandem verabredet. Aber ich weiß nicht mehr mit wem.
Alles dreht sich. Wo ist meine Frau hin? Auf geht's, Leute. Wir haben geschlossen. Bitte geht, bevor die Polizei kommt. Kommt schon, los. Die Bar ist geschlossen. Zeit, nach Hause zu gehen. Komm schon, Ivan. Genehmigen wir uns noch einen letzten. Sieh sich den einer an. Hey, Vlad. Morgen wirst du literweise Kraftdrinks brauchen. Guten Abend. Seien Sie vorsichtig. Die Straßen sind nachts nicht sicher. Offenbar laufen einige der Nomaden frei im Hafen herum. Ist das zu glauben? Ich hoffe, jemand hat die Polizei gerufen. Meine Liebe, warten Sie! Herr Bürgermeister, was ist? Es gab eine Wendung zum Schlechten. Ein Trupp Soldaten ist in Walsambor eingetroffen. Ich fürchte, diese Miliz ist die rechte Hand der neuen Regierung unseres Landes. Das gefällt mir gar nicht. Diese Leute sind völlig skrupellos. Sie haben sogar die Klinik übernommen. Ja, ich wollte gerade... Wenn Sie erfahren, dass ich Ihnen erlaubt habe, die Schleusen zu öffnen, lande ich zum Bäumezählen in der Taiga oder Schlimmeres. Oh mein Gott, was für eine schreckliche Lage, entsetzlich. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Wir verschwinden so schnell wir können. Perfekt. Aber wenn Sie vorher festgenommen werden, zähle ich darauf, dass Sie meinen Namen da raushalten. Selbst unter Folter. Natürlich. Selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Sie können auf mich zählen. Ausgezeichnet. Na dann, einen schönen Abend noch, meine Liebe. Nein, ich muss etwas anderes finden. Was soll ich denn damit? Ziemlich große Lücke. Das ist nicht richtig. Versuchen wir etwas anderes. Es funktioniert nicht. Das muss die Steuerung für den Wagen sein. Ich muss da irgendwie rein.